Ja, moin Casas. Ich wollte mich nochmal melden bei euch und zwar von meinem Lieblingsplatz hier in Cala Murada. Warum? Ja, das seht ihr jetzt. Ja, da hinten geht jeden Morgen die Sonne auf. Ja, egal was ist, ob wir Corona haben oder gut drauf sind, die Sonne geht auf. Manchmal sehen wir sie nicht wegen der Wolken, die davor sind, aber grundsätzlich einfach nochmal ein kleines Hallo. Ihr seht, Mütze. Dickes Jäckchen, darunter auch noch ein bisschen. Also es ist morgens noch recht frisch, tagsüber aber deutlich ja, über 20 Grad und ich bin noch hier in der Casa. Warum bin ich noch hier in der Casa? Weil einige von euch ja, ja noch kommen werden, einige schon da gewesen sind und ja, von dieser Stelle erstmal ganz, ganz gute Besserung an Runes Papa. Rune und Annette waren auch da, sind vorzeitig abgereist wegen eines ja, medizinischen Zwischenfalles. Ich hoffe, auch da scheint bald wieder die Sonne. Naja, was soll ich sagen? Die Saison ist immer noch dran, zumindest hier bei mir. Ich werde noch ein paar von euch begrüßen. Externe Casas, glaube ich, nee, jetzt gar nicht mehr. Die haben jetzt inzwischen alle abgesagt. Und ich werde dann auch irgendwann Anfang November nach Hause kommen. Nach Hause nach Köln, wobei das hier natürlich auch sehr zu Hause ist oder sich sehr danach anfühlt. Und ja, dann schauen wir mal. Das schauen wir mal, was wir in den zwei, drei Wochen, bevor ich dann wieder hier in der Casa aufschlage für ja, ein paar Dinge, die jetzt ihre Schatten vorauswerfen, die jetzt demnächst auch verkündet werden, auch dann ganz offiziell verkündet werden, nochmal nach Mallorca kommen werde. Grundsätzlich, was bleibt? Was bleibt eine Terminplanung für nächstes Jahr? So als gäbe es kein Corona. Deshalb ja, werden bei euch demnächst auch ein paar Termine eintrudeln für das nächste Jahr. Ob die dann wahrzunehmen sind, das werden wir alle noch erfahren. Ich hoffe, ihr kommt erstmal gut durch den Winter. Ich hoffe, dass wir uns auch noch mal sehen. Ich hatte ja so eine Art Teamtreffen Outdoor mit Wanderung angesagt. Auch da sind wir immer noch in der Planung und wünsche euch einfach jetzt ja, einen guten Start ins Wochenende ist, glaube ich. Ne? Also hier ist ja jeder Tag irgendwie gleich. Also ich fahre nach Palma, um dieses Projekt auch noch mal vorzubereiten, zu präsentieren. Und dann ist irgendwie jeder Tag gleich, aber für euch, wenn ihr jetzt nicht arbeiten müsst, alles, alles Gute aus der Casa. Und ich ja, schicke euch nochmal ein paar Sonnenstrahlen. Ich glaube, die sind bei euch ja deutlich weniger präsent. Ja, und in diesem Sinne hoffe ich, dass es euch gut geht und dass wir uns bald wiedersehen. Also, malet jod und tschüss.